Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinen Kanal. Ich zeige euch heute ein Überraschungspaket von der lieben Sarah Sophie. Ich habe ihr ja ein Überraschungspaket geschickt und dafür wollte sie sich revanchieren und das hat sie jetzt getan. Das Paket ist da. Ich würde sagen, wir packen jetzt zusammen aus und ich zeige euch, was ich Schönes gekriegt habe. Ich weiß es noch nicht, was drin ist. Ich werde es mit euch zusammen aufmachen und da fangen wir jetzt einfach mal an. Relativ groß. Die schöne Schere. So. Paket ist offen. Ich halte es mal in die Cam. Ich hoffe, man kann was erkennen. Relativ viel Duftiges. Fliegt ziemlich runter. War ein kleiner Brief dabei, den lese ich mal schnell. So, schnell gelesen. Und da fangen wir schon mal an mit dem ersten Duft von Echelle de Sens, der Weihnachtszauber. Habe ich auch schon ewig nicht mehr bestellt gehabt. Nehme ich mal an, wie der Name sagt, es wird ein weihnachtlicher Duft sein. Oh ja. Zimtig. Fruchtig. Frisch. Riecht auch nach Tanne. Ein richtiger schöner Weihnachtsduft. Bin ich echt mal gespannt, den hebe ich mir auf. Bis zur Weihnachtszeit, so lange ist er ja nicht mehr, dann ist ja schon Weihnachten wieder. Weihnachtszauber. Dann geht's weiter mit einer vollgepackten Tüte. Ist natürlich eine schöne Idee, so die Tarts und die duftigen Sachen zu verschicken. Werde ich natürlich aufheben, die Beutel. Und da haben wir einmal drinnen von Beautiful Fragrances. Da habe ich auch schon mal bestellt gehabt. Birds of Paradise. Auch noch relativ viel drinnen. Echt mal gespannt, wie der riecht. Auch schön mit Glitzer. Schwer zu beschreiben. Mal raus tun. Hat was Fruchtiges. Auch so ein bisschen nach Sonnenmilch. Würde ich sagen. Könnte so Sonnenmilchduft sein, irgendwie. So Spa-Duft, würde ich sagen. Aber ganz schwer zu beschreiben. Aber riecht sehr interessant, muss ich sagen. Bin ich echt gespannt an der Lampe. Birds of Paradise. So. Dann geht es auch wieder weiter mit Echelle de Sens. Also Magic. Hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Echt mal gespannt, wie der riecht. Auch schön blau mit pink, rosa. Der riecht schön pudrig, zart, parfümig. Könnte schon ein Frauenduft sein. Hat ein bisschen was Bäriges irgendwie. Auch sehr angenehmer Duft, muss ich sagen. Also echt klasse. Bin ich echt gespannt, wie der sich in der Lampe macht. Also Magic. Dann geht's weiter mit Sweet Mamselle. Da habe ich auch schon mal bestellt. Parma Violettes. Ich hoffe mal, es wurde so ausgesprochen. Weiß ich nicht.
Ein schönes blaues Herz. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr bestellt gehabt. Ein schönes Herzchen in blaues. Oh, die sind alle so schwer zu beschreiben, die Düfte. Riecht so ähnlich wie der vorhergehende. Auch wieder so leicht pudrig. Könnte aber durch ein Frauenparfüm sein. Weiß ich nicht. Das ist schwer zu beschreiben, der Duft. Werde ich dann bestimmt mehr sagen können, wenn ich in der Lampe hatte. Aber interessanter Duft. Parma Violets oder Violets. So, mache ich mal das aus hier. Dann geht es weiter mit Ice Flower. Da habe ich auch schon mal bestellt gehabt. Gain. Weiß ich gar nicht, was das sein soll, oder was es riechen soll. Eine kleine Eule. Sieht man sie besser. Badezimmerduft, auch wieder als Badduft. Frisch pudrig, würde ich sagen. Blumig. Riecht sehr angenehm. Also könnte ich mir auch ein Frauenparfüm vorstellen. Der ist interessant, der gefällt mir bis jetzt am besten. Wer den schon mal hatte, kann ja mir gerne mal schreiben, was der riecht. Gain. Dann geht's weiter mit der lieben Duft, ne, was? Duftstübchen, so rum. Da habe ich mal vor ein paar Jahren mal bestellt gehabt. Das ist der Duft Rhabarber, Zitrus Sorbet, Pink Sugar. Bin ich echt mal gespannt. Das war sogar mal eine Tafel gewesen. Oh ja, der riecht auch schön. Also die Rhabarber, die Zitrus, riecht man total raus. Hat auch irgendwie was Kuchiges an sich. Bestimmt das Pink Zucker irgendwie. Aber der riecht interessant. Der ist auch einer meiner Favoriten, kalt geschnuppert. Bin ich echt gespannt in der Lampe. Von Doris Duftstübchen, die macht ja eigentlich immer relativ schöne Düfte, aber ich weiß nicht. Bestellt er immer relativ wenig, weil ich auch immer Yankee und andere Dufthersteller bestelle. Wenn man nur mehr Geld hätte, könnten wir auch noch mehr bestellen. Aber wie das immer so ist mit der ganzen Sucht und mit dem Hobby, ist auch nicht ein billiges Hobby, leider. So, geht's weiter mit Doris Duftstübchen. Shirtless Cowboy. Ich glaube, Doris hatte mal eine Cowboy-Kollektion gehabt. Und das ist einer von den Düften. Ein Cowboy-Stiefel. Na, jetzt kriege ich es nicht auf. Jetzt sieht man es nochmal richtig. Sieht lustig aus. Ist auch wieder ein pudriger Duft. Aber kann es wieder nicht beschreiben, was das riecht. Sehr parfümig. Ich nicht. Hat auch irgend, ich glaube, irgendwas Holzmäßiges drin. Holzrig. Das war jetzt auch kein Deutsch gewesen. Wisst, was ich meine? Riecht interessant, muss ich sagen. Auch nicht stark, zart. Bin ich echt mal gespannt, wie der sich macht in der Lampe. Wer den schon hat, den Duft, kann mir gerne schreiben. Na, was der riecht.
Wie gesagt, bei den pudrigen Düften bin ich da ganz schlecht. Oder bei den frischen Düften, das rauszuriechen. Weil ich die relativ selten bestelle, die Duftrichtungen. So, der erste Beutel ist leer. Sage jetzt schon mal vielen, 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 vielen Dank, Sarah. Hätte sie nicht machen müssen. Ich schenke gerne. Den hebe ich mir natürlich auf den Beutel. Kann ich mal was verschicken mit. Ach du grüner Gott, Sarah, du bist doch verrückt. Hat die Sarah mir zwei Bücher eingepackt? Zwei Thrillers. Einmal der von Michael Tsouskos, der Totenleser. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ist ein Thriller, nehme ich jetzt mal an, so wie das aussieht. Hat 249 Seiten, da bin ich echt mal gespannt, um was es geht. Wer das Buch schon kennt, kann mir auch gerne schreiben. So, jetzt schon mal noch mehr vielen Dank dazu. Und noch ein Buch von der Linda Latt, Der stille Schrei der Toten. So, genau. Kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Wie mit Büchern kenne ich mich eigentlich eh relativ wenig aus. Ich habe noch drei zum Lesen, jetzt die zweier. Aber das macht gar nichts. Das hat 398 Seiten, fast 400 Seiten. Bin ich echt mal gespannt, um was das geht. Um was es da geht hauptsächlich. Wie gesagt, wer das Buch auch kennt, kann mir auch gerne schreiben. So, auch noch mehr Duftis, du grüner Gott. Fange ich denn da jetzt an? Ach, nehme ich die nächste Tüte. Da muss ich mal gucken, was das hier ist. Da wieder Eschendezenz. Und der Duft, The Quinch. Das ist, glaube ich, auch ein Weihnachtsduft. Das ist ein halbes Herzchen. Ich packe es mal aus, sieht man es besser. Oh, ein Riesenherz. Kann ich bestimmt drei, viermal von düfteln oder noch mehr. Eschendezenz ist auch immer schön, aber auch immer da relativ teuer. Oh, der riecht gut. Frisch, nach Pfefferminze. Leicht süßer. Aber die Pfefferminze, die brecht total vor. Bisschen was Süßes hat's. Ach, der ist schön. Den könnte ich mir auch im Sommer vorstellen. Der kühlt bestimmt den Raum relativ gut runter. Also, muss ich sagen, der ist auch einer meiner Favoriten, kalt geschnuppert. So, ich muss die halt alle warm erstmal testen. Wie die sich so machen in der Lampe. Kann ich schon im Aufgebracht-Video sagen. Wie die gedüftelt haben. Dann geht's weiter. Oh, von Bears Wax Bakery. Pumpkin Apple Butter. Natürlich auch wieder ein herbstlicher Foodie-Duft. Da habe ich natürlich auch schon ewig nicht mehr bestellt gehabt. Bei Bär sind so kleine Blümchen, vier Stück. Oh ja, der riecht so fast wie der eine von Sensi. Buttrig, Kürbis, der ist richtig ein schöner Herbstduft. Foodie durch und durch. Der wird wahrscheinlich als erstes in der Lampe landen. Jetzt, wenn es herbstmäßig wird. Oh, der ist klasse. Also Leute, den kann ich euch sehr empfehlen. Pumpkin Apple Pie. Den Apfel habe ich jetzt zwar nicht wahrgenommen, aber vielleicht kommt er in der Lampe. So, wieder dürres Duftstübchen. Cinnamint. Das ist sicherlich was Minziges, gehe ich mal von aus. Da
so ein kleiner Teller oder was das für eine Form sein soll. Ja. Oh, der riecht sogar noch stärker als der vorhergehende. Nach Minze. Ja. Riecht aber auch hauptsächlich nur die Minze raus. Die überdeckt eigentlich alles. Muss ich sehen in der Lampe. Aber auch sehr schöner Weihnachtsduft. Winterduft. Wird auf alle Fälle im Winter auch in meiner Lampe landen. Senna Mint. Glaube, ich muss doch mal wieder bei Doris bestellen. Ach, dann habe ich hier ein kleines Goodie von der Duftimpression von der lieben Irma. Das ist der Duft Peach Perfection, also ein schöner Forstduft. Da habe ich auch schon länger nicht mehr bestellt. Ich habe auch noch etliches von der lieben Irma. Oh, der riecht schön. Der riecht fast sowieso Pfirsichjoghurt. Irgendwie. Aber schön, schön zart. Pfirsich. Der riecht klasse. Echt mal gespannt in der Lampe. Wie der sich macht. Peach Perfection. Dann geht's auch wieder mit Doris weiter. Mr. Black Jeans. Das ist auch, glaube ich, von der Reihe mit dem Cowboy, was ich vorhin gezeigt habe, den Cowboy-Stiefeln. Bin mal gespannt, was der riecht. Der hat was Aquatisches, auch der frischer Duft. Auch der schön fürs Badezimmer. Hat was Aquatisches. Was Wässriges irgendwie. Könnte auch ein schönes Duschbad sein für den Mann. Oder ein Parfüm, Deo-Spray, wie auch immer. Ah, der riecht schön. Bin ich echt gespannt. Werde ich auf alle Fälle alles verdüfteln. Black Jeans. Und der letzte Duft von dem Beutel. Dann haben wir den Beutel auch geschafft. Ist Candy Gauzel The Bedding Garden. Kenne ich überhaupt nicht die Marke. Schon nie gehört. Kann ich gar nichts zu sagen. Kenne ich überhaupt nicht. Sieht doch süß aus. Oh, der riecht aber auch weihnachtlich. Irgendwie. Also ich rieche ein bisschen Kiefer raus. Oder ja, irgendwie so Bäume, Baum, ich finde, das ist ja kein Deutsch. Der ist auch schwer zu beschreiben. Ich rieche ein bisschen Gewürz irgendwie. Den kann ich überhaupt nicht beschreiben. Jedenfalls ist es ein herbstlicher, winterlicher Duft, würde ich sagen. Gewürzig. Hat ein bisschen so ein Kiefer oder Tanne irgendwie so ein bisschen so ein Touch. Kann man nicht echt schlecht beschreiben. Sarah, da kann sie mir gerne mal die Duftbeschreibung, wenn sie die noch weiß. Mir mal schreiben, was der riechen soll, das würde mich gerne mal interessieren. Wie gesagt, der ist total schwer zu beschreiben, der Duft. So, das war jetzt immer noch nicht alles gewesen. Kommen wir nochmal zu zwei Clamshells von Duftimpressionen. Einmal den Snowflake. Auch fast noch voll. Bin echt mal gespannt, was der riecht. Wenn ich es aufkriege. Jetzt. Ist auch schöner Wachsfarbe, schön Mint. Oh, der riecht auch schön.
zart, winterlich. Würde jetzt nicht sagen weihnachtlich, mehr im Winter. Aber leicht süß. Aber wie gesagt, mehr weil kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Muss ich warm testen, was da noch so an Duftrichtungen drin sind. Sarah, da kann sie mir auch gerne mal schreiben, na, was der riechen soll. Snowflake würde mich auch gerne mal interessieren. Riecht aber sehr interessant. Dann geht's auch wieder weiter mit Duftimpressionen. Zuckerwatte. Das wird wahrscheinlich an einer Zuckerwatte riechen. Sind noch drei Blöcke drin. Oh ja. Zuckrig, süß. Hat so einen leichten Jahrmarkt-Touch. Oh, der riecht auch gut. Riecht aber jetzt nicht so kopfschmerzlastig, süß. Der ist klasse. Könnte auch einer meiner Favoriten werden. Super war der. So, das war immer noch nicht alles gewesen. Geht's weiter mit diesem hier? Das kenne ich überhaupt noch nicht. Fresh Linen. Kenne ich überhaupt nicht die Marke. Wachs. Mutz. Sagt mir gar nichts. Kenne ich überhaupt nicht. Bin ich echt mal gespannt. Was das ist und was das riechen soll. Okay. Ach, da sind so kleinere drinnen. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie gesehen. Hör mal an. Ich hätte gedacht, das wäre erst ein Ganzes, aber das sind alles so kleine. 2, 4, 6 Stück. Da riecht aber auch schön. Auch wieder Badezimmer. Duft. Putrig. Leicht. Ja, frischer Wäscheduft eben. Ja, würde ich sagen. Ja. Und der riecht klar, da bin ich echt mal gespannt in der Lampe. Die Firma kenne ich überhaupt nicht. Da bin ich echt mal gespannt. Aber der riecht nicht schlecht, muss ich sagen. Fresh Linen. So, dann geht's weiter. Mit Happy Meals. Da habe ich auch, glaube ich, noch nie bestellt. Ich hatte aber, glaube ich, schon mal ein paar Pröbchen gehabt. Im Tauschpaket. White Chocolate Mint. So weiße Schokolade Minze. Sieht auch schön aus. Wieder mit Glitzer. Oh ja. Oh, das besitzt der stärkste Duft. Pfefferminze durch und durch. Und Schokolade. Die Minze sticht hervor. Im Abgang kommt die Schokolade raus. Aber sehr interessant. Bin ich gespannt. Der riecht klasse. Könnte auch wieder ein winterlicher Duft werden von mir. Wird auf alle Fälle im Winter verdüftelt. Dann geht es weiter mit Testisense. Der habe ich auch schon mal bestellt gehabt. Nektarin Blossom Honey Type. Also fruchtig, floral, würde ich sagen. Das ist noch komplett voll. Oh, der sieht aber schön aus. Ja. Zart, nach Mandarine, nach Honig. Der würde, glaube ich, auch gut passen im Herbst. Ist ja riesengroß. Da habe ich schon schön zu düfteln dran. Oh, der riecht gut. Nach natürlicher Mandarine. Honig, das rundet das alles ab. Der ist auch schön. Also Sarah, ich sehe, du kennst mich relativ gut. Also der ist absolut klasse. Kann ich nur empfehlen. So.
Dann geht es auch wieder weiter mit Tasty Sense. Forever Red. Sagt mir auch nicht. Muss mal gucken, wie das hier aufgeht. Geht denn das auf? Ach ja, ach jetzt haben wir's. Mal gucken. Ach, das ist ja niedlich. Okay. Sind alle solche kleinen Förmchen. Das ist ja cool. Das andere Mal Herz. Das andere Mal Herz. Das ist nochmal ein Stern. Kann ich aber auch schwer beschreiben. Könnte auch oder Frauenparfüm sein. Da muss ich echt mal gucken, wie die riechen. Warm, im warmen Zustand. Kann ich jetzt echt überhaupt nichts dazu sagen. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Es sind viele Düfte dabei, die ich überhaupt noch gar nicht kenne, auf ein paar Firmen. Bin ich echt gespannt, nach was die alles so riechen. Dann geht's weiter mit. Kenne ich gar nicht, wer Hersteller das ist. Handmade. Candy Clouds. Sagt mir gar nichts, welche Firma das ist. Riecht auch süß. Hat so einen leichten Foodie-Touch, aber nicht so extrem schwer. Würde ich es eher in der leichten Kategorie einordnen. Aber auch sehr interessant. Riecht auch ein bisschen nach Zuckerwatte irgendwie. Hat auch was Florales irgendwie noch mit drin. Bin ich echt gespannt in der Lampe, wie sich die alle so machen. Und vor allem der hier auch. Candy Clouds. Wie gesagt, den Hersteller kenne ich überhaupt noch nicht. Gibt ja mittlerweile Dutzend Hersteller. Ach, du bist doch verrückt. Hast mir jetzt echt Goose Weekendle geschickt. Vier Clamshells Goose Weekendle. Die kenne ich natürlich, die Marke, natürlich ein großes Glas. Und auch ein Clamshell von gehabt. Geil. Das ist der Duft Day in the Sun. Ach, schönes Label. Das ist so ein bisschen die Konkurrenzfirma von Yankee. Sind so kleine, auch so kleine Wachsblöcke, die man abmachen kann und in die Duftlampe tut. Oh, der ist schön. Oh, der ist klasse. Da komme ich mir gleich vor wie am Strand. Hat so ein bisschen Dünengras, Sand. Auch wieder ein schöner Badezimmerduft, würde ich sagen. Also so wie auf dem Label das aussieht, so riecht das auch. Ah, der ist schön. Ist so ähnlich wie der Driftwood von Yankee. So ähnlich riecht der auch. Ach, der riecht klasse. Da bin ich echt mal gespannt in der Lampe, wie sich der macht. Bin ich gespannt. Day in the Sun. Dann geht's weiter mit den Blackberry Bourbon. Der ist sogar schon noch fast voll. Wienerberger Duft gehe ich mal von aus. Ist auch fast voll. Oh, der riecht auch geil. Bärig, durch und durch. Fruchtig. Ich glaube, ich muss doch mal wieder bei Goose Weekendle bestellen. Werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Die Düfte sind Hammer. Wenn die wirklich so stark an der Lampe riechen. Den einen Duft, den ich mal damals hatte, der hat wirklich sehr stark gerochen. Der riecht schön. Der riecht zwar auch ein bisschen leicht künstlich, aber das ist mir egal. Weil ich düftel eigentlich alles, was fruchtig ist, süß, kurig, foodie-mäßig.
alles düftelig. Blackberry Bourbon. Dann geht's weiter mit Pumpkin Sim Cinnamon Ice Cream. Auch wieder eine geile Kombi. Auch wieder schönes Foodie. Auch wieder schön mit Pumpkin, also absoluter Herbstduft. Auch fast voll. Mensch, Sarah. Oh, ich sterb gleich. Ist das geil. Da riecht auch fast wieder eine von Sensi. So ähnlich. Kürbis. Zimtig, stimmt. Das Eiscremiger-mäßiger. Riecht man durch. Oh, geil. Krass. Ich muss echt sagen. Ich hatte Gosügel nie wirklich so auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube, da werde ich doch mal bestellen. Die sind immer relativ teuer, die Clamshells, die kosten 5,90 €. Da überlege ich immer so, mache ich das, mache ich das nicht? Echt klasse. Auch Favoritduft. Favoritenduft. Muss ich sehen in der Duftlampe, wie der wird. Aber muss sagen, bis jetzt ist der auch einer meiner Lieblinge. Und der letzte von Go Squeak ist der Cookie. Also schöner, keksiger Duft. Die Labels sehen auch relativ schön aus, muss ich sagen. Fällt mir bald besser wie von Yengi. Ist noch eins drinne. Macht aber gar. Oh. Ey, das gibt's nicht. Krass. Wie geil das riecht. Und wie authentisch vor allem. Richtig schön nach Keksen, so wie das hier drauf ist, riecht das auch. Du rührst den Teig, du rührst die kleinen Schokokrümel drauf. Krass. Oh, krass. Also echt Hammer. Also das sind bis jetzt, sag ich mal, von Duftstärke her die besten. Was ich jetzt von den ganzen Düften gerochen habe. Echt klasse. Werde ich echt in der Lampe schmeißen, mir. Echt geil. Ich glaube, da werde ich doch mal was bestellen. Werde ich nicht drum rumkommen. So, und dann habe ich noch fünf kleinere Düfte, die kenne ich aber auch noch nicht. Weiß gar nicht, welche Firma das so richtig sein soll. IPFM. Kenne ich gar nicht, welche Firma das sein soll. Das ist der Duft Bitter Fleece. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Kann noch mal selber lesen. Wer die Firma kennt, kann mir auch gerne schreiben. Ich kenne die überhaupt noch nicht. Sarah, kann sie mir gerne mal schreiben. Total floral. Totaler Herbst, Quatsch, Frühlingsduft. Sehr pudrig, sehr floral. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die Firma kenne ich überhaupt noch nicht. Oh, jetzt ist richtig rum. Bin ich echt gespannt. Dann geht es noch mit Soft Kitted. Es wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie Soft Blanket wahrscheinlich. So riechen, so ähnlich riechen. Ja, kommt ähnlich hin. Nicht so stark und intensiv. Aber ist auch eine schöne frische Wäscheduft. Auch wieder was fürs Badezimmer. Aber nicht so kopfschmerzlastig, extrem stark. Also geht. Bin ich echt gespannt. Soft Kitty. Ja, genau, Soft Kitty. Dann geht's weiter mit Dacos Destiny. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts, was das richtig soll. Aber wieder mit Glitzer. Riecht auch wieder nach Bad, Badezimmer. Und zwar so ein bisschen nach Badezusatz. So ein bisschen kräuterig, frisch. So ein bisschen, ja, würde ich sagen. Ja, irgendwie. Badezusatz, würde ich jetzt sagen.
Aber jetzt nicht schlimm oder so. Rieche ich auch gerne die Badezusätze. Bin ich echt gespannt. Sehr kräutrig. Den könnte ich mir auch gut im Winter vorstellen, muss ich sagen, irgendwie. Werde ich echt in der Lampe testen. Sagt, die Firma kenne ich auch überhaupt noch nicht. Bin ich echt gespannt. Und der vorletzte Duft. Kann ich leider nicht lesen, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Kann ich überhaupt nicht lesen. Das tut mir jetzt leid. Wer es lesen kann, weiß es. Die Schrift, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich werde jetzt einfach mal schnuppern. Hat auch was Florales wieder. Aber ich würde eher mal sagen, so ein bisschen in die Rosenrichtung. Ja, so ein bisschen rosa würde ich sagen. Aber noch ist noch was anderes mit drin. Kann ich jetzt schlecht beschreiben. Ich habe leider die Duftbeschreibung nicht hier. Wie gesagt, das ist ja ein Ü-Paket. Muss ich echt testen in der Lampe. Kenne ich noch nicht. Aber riecht nicht schlecht, muss ich sagen. Und der letzte Duft von den tollen Paket. Ja, Karton hebe ich natürlich auf. Könnte ich auch mal wieder ein paar Pakete verschicken. Das ist der Mandragora. Ach, jetzt, das sind Düfte, glaube ich, von der Harry Potter Serie, glaube ich. Irgendwie. Sarah hat irgendwas mal erzählt gehabt. Das ist auch von Amerika hier, das Duftdinger. Da kannst du mir gerne mal schreiben, sag, das würde mich gerne mal interessieren. Jetzt macht es, glaube ich, Klick bei mir. Kann ich aber auch schwer beschreiben wieder. Ich kriege immer noch den anderen Duft in der Nase. Ich würde das schlecht beschreiben. Es tut mir jetzt natürlich leid. Aber kann ich überhaupt ganz schlecht beschreiben. Das ist auch ganz anderes Wachs. Ich weiß nicht, ob das Paraffinwachs ist. Muss ich warm testen. Kann ich erst sagen, echt, wenn ich den warm hatte. Kann ich echt noch nicht viel von erzählen. Riecht aber jetzt nicht irgendwie scheiße oder schlecht. Ist interessant. Ist, glaube ich, die Harry Potter Kollektion, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die, glaube ich mal, ja. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Aber es ist ja auch egal. Landet eh alles in der Lampe. Wird verdüftelt. Sage schon mal vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Hättest du echt nicht machen müssen. Ich mache Pakete gerne, ich verschicke gerne Pakete, ohne Gegenleistung, aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich auch mal ein Paket gekriegt habe. Und sage schon mal vielen herzlichen Dank. Und sage schon mal auf Wiedersehen, einen schönen restlichen Samstag und einen restlichen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt besseres Wetter wie wir, weil hier ist total bewölkt und stürmisch und regnet. Und ich sage schon mal auf Wiedersehen und ciao, ciao.